Mann, habe ich gut geschlafen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Voyager Elite Force. Der, keine Ahnung, welche Folge das ist. Ja, hier haben wir uns ausgeruht. Gehen wir wieder. Genau, das sind unsere Missionen, die wir durchzuführen haben. Und ich gehe mal hier rein. Hier sind noch Leute. Hey Mitch, was geht? Hey Monroe, schön, dass mit Foster. Der Doc sagt, er wird sich bald erholt haben. Ich war ja noch nie bei einem Einsatz dabei, aber ich sage mir, es gibt immer ein nächstes Mal. Na, aber immer. Achtung. Jo, machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Hi, was geht? Hey Monroe, das ist toll, wir kommen doch noch hier raus. Ich hab schon gedacht, wir würden hier für immer festsitzen. Na, bist du sauer? Ich habe gehört, dass sie es sogar ohne mich geschafft haben. Sie haben wohl Glück gehabt, was? Na, das war immer noch angepisst. Hey, Tuvok. Tuvok! Tuvok? Ich bin im Moment beschäftigt, Fenrich. Ja, okay, dann nicht. Reden wir später nochmal. Hey, da war doch was. Zum Holodeck, also hier. Was für eine neue Spielzeug für uns gibt es denn? Hey, ich habe ein neues Trainingsprogramm für das Holodeck. Damit wird der neue Photonentorpedowerfer getestet. Hier, versuchen Sie es mal. Ja, haben. Haben. Yummy. Den testen wir. Ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe. Ich glaube nur einmal im Holodeck, oder? Hier kann man Waffen testen. In diesem Fall den Photonentorpedowerfer. Man kann alle Waffen testen, die man kriegt hier. Denn eigentlich kann man immer hier rein. So. Initiere Programm Konos. Ach, ich weiß, welche das ist. Außerdem müssen wir das sogar testen. Es ist eine Mission. So, wir testen den Torpedowerfer und wir werden angegriffen. Wow. Oder alternativ. Atombomben, ey. Wow. Mann, ist das geil. Einen eigenen persönlichen Torpedowerfer. Oh, die sind sogar zielsuchend. Oh, ich behalte die Waffe, die ist geil. Ich brauche aber neue Munition dafür. Wo kriege ich neue Munition? Ich hätte gerne... Oh ja. Wer will ein paar Torpedos abhaben? Du da unten. Geh da. Was? Ach, ich kann nicht auf dem Holodeck speichern, ja, wer hätte das gedacht, ne? War hier nicht noch einer? Was ist daneben? Was war das denn? Das hätte so ein bisschen geruckelt. Ja. Ich merke, das stockt so ein bisschen. Gluck, gluck, gluck. Rot? Wahrscheinlich ist es immer noch die Leiche, die da liegt, die aber doch nicht liegt.
Also Druckbälte. Yeah. Wir haben es geschafft. Wir sind gut. Und wir haben immer noch die Waffe. Aber die brauchen wir nicht. Wir stecken sie weg. Oviedo? Ja. Das war gut. Das hat Spaß gemacht. Wir sollen zum Casino. Deck 2 Casino. Ah ja. Sichtkontakt. Oh, Sichtkontakt, Sichtkontakt. Das ist toll. Was haben wir hier denn? Heinrich Alexander Monroe. Zugang gewährt. Oh, unser Quartier. Football. Ey, von hier aus kann man... Von hier aus kann man doch garantiert den Todesstern sehen. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Gucken wir mal gleich. Die Enterprise D. Und was lese ich hier so in meiner Freizeit? Eine heiße Liebe auf Vulkan. Aha. Kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Hätte ich auch hier schlafen können. Ist das mein Logbuch? Oh, hoppla. Ui, ich kann mich bewegen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Oh, ein Spiegel. Yeah. Ach, das kann ich machen. Ah, so sieht das also aus. Geil. Wir können uns zur Seite beugen. Und das ist wahrscheinlich das Badezimmer hier. Könnt ihr was trinken? Ne, kann ich nicht. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Nix. Hui. Da ist das Casino, da will ich aber gleich hin. Ich will noch auf der anderen Seite rumspielen. Man muss ja auch immerhin wissen, wo was ist. So, hier ist alles zu. Ich will den Todesstern sehen. Wo ist er? Och man, nie kann man den Todesstern richtig sehen. Ich glaube, der ist dort hinten auf der anderen Seite. Oh. Murphy, was darf ich Ihnen heute bringen? Wie wäre es mit etwas takalianischem Wein? Eine hervorragende Wahl. Oh, hier ist Chakotay mit Tom Paris. Ich gehe mal ein bisschen auf ihr Essen rum. Commander Fenrich, kann ich Ihnen etwas bringen? Danke, Nelix. Ich brauche nichts. Nein, das ist toll. Was ist das? Pastete. Was für eine Art Pastete? Oh, nur Pastete. Was für eine Pastete? Lorinax Wühlschaben-Pastete. Guten Appetit. Oh. Ein wenig abenteuerlicher als geplant, was, Tom? Ein wenig? Ja. Sind Sie sicher, dass Sie nichts möchten, Mr. Chan? Nein, danke. Ich will den Todesstern sehen. Wo ist er? Todesstern. Irgendwo ist doch der Todesstern. Von Star. Vilana sagt, das Isodesium funktioniert hervorragend. Das ist gut zu wissen. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sich sehr viel besser fühlen wird, wenn wir aus dieser Todesfalle raus sind. Hört, hört. Das ist eine Anti-Sprechfalle. Ich darf hier nicht sprechen, das ist fies. Wo ist denn hier jetzt der Todesstern? Ich will den gerne besuchen und sehen. Oh, ich kann mich hier zum spazischen Anfällen bewegen. Soll ich hier mit Leuten sprechen? Oh, ich spreche mal mit denen hier. Entschuldigen Sie, ich rede später mit Ihnen. Okay, danke. Hey! Ja, Monroe? Oh, die hat tatsächlich was gesagt. Zero,
Ja, Monroe. Hallo, Neelix, was geht? Neelix? Ah, Fenrich. Ich höre, Sie haben sich zu einem echten Helden entwickelt. Das muss faszinierend gewesen sein, die Iterianer, diese seltsamen Scavenger und dann die verflixten Borg. Wenn Sie mich fragen, wartet bald eine Beförderung auf Sie. Ja, die Beförderung zu Gordon Freeman, aber die habe ich leider schon erhalten. Tut mir leid. Dorothy, kann ich hier was aufmachen? Oh, das geht ja. Geil. Ich kann hier was aufmachen. Juhu. Moin. Commander. Gute Arbeit, Fenrich. Ihre Mannschaft war wirklich spitze. Hey. Hey, Monroe. Das mit dem Borgschiff haben Sie gut gemacht. Wir schulden Ihnen was. Mhm. Wir sind gut. Austin! Ich glaube nicht, dass man jetzt schon selbstgefällig werden sollte, Alex. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er irgendwas dagegen. Wieso gehe ich eigentlich mal auf die Tische rum? Wahrscheinlich hat er was dagegen, dass ich ihn einmal anschreie. Austin! Ich muss meine Stimme richten. Wow. Jetzt geht's wieder besser. Geil. Liz? Sorry, Monroe. Keine Michael? Zeit im Moment. Können Sie nicht sehen, entschuldigen Sie. Was? Nicht was. Wasser. Wasser. Hey, Alex. Hi. Hi, Telsia. Scheint, als ginge es langsam bergauf. Scheint so. Tuvok hörte sich recht zufrieden an. Er gewöhnt sich wohl langsam an Sie. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, er muss Sie einfach noch etwas besser kennenlernen. Yeah. Mal gucken wir uns den Schrott von draußen an. Von einem der Schrott, der da hinten, der kleine weiße Punkt da hinten. Seht ihr den? Da? Ich sehe ihn. Seht ihr den auch? Hallo? Michael? Hier tut sich nichts mehr. Sorry, ich habe hier zu tun. Ja, dann soll ich rausgehen? Ich habe so das Gefühl, es gibt eine Mindestwartezeit hier im Casino. Und wenn die abgelaufen ist, passiert was. Hey, was ist ha, das? Ich habe recht. Ich sehe nichts. Da draußen? Den Trümmern, sehen Sie? Hey, ja. Da bewegt sich etwas. Das habe ich gerade gezeigt. Da draußen? Nein, das ist nur Schrott. Nein, es kommt näher, sehen Sie? Ja, der weiße Sie Punkt. Sie haben recht. Was kann das nur sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß Sieht auch nicht. Sieht aus wie eine Art Schiff. Achtung, laut. Kommt direkt auf uns zu. Oh, Thomas, was es auch sein mag, es sieht nicht sehr freundlich aus. Die Harvester. Alle Führungsoffiziere bitte im Konferenzraum melden. Monroe, Sie kommen besser mit. Ich sag ja, das wird echt eng.